Kriegsende, dann kam schon die Post, dass die Mutter tot ist und ich weiß nicht, von wo die das erfahren haben. Es war halt so, aber da waren wir, ich war so kalt, ich habe nicht geweint, wie sie gesagt haben, die Mutter ist nicht mehr, die Mutter wird nicht mehr zurückkommen. Ich habe keine Tränen gehabt, nicht für Tante, für niemanden, eigentlich nicht eine Träne geweint für jemanden. Und obwohl ich sehr, sehr gelitten habe, dass sie die Menschen nicht mehr sehen werde und auch die Tante und alle. Der Vater, der ist schon 43, in August 43 gefallen. Und den habe ich schon überhaupt total vergessen. Aber das war halt, wenn mir jemand gefragt hat, ja, bist du traurig, dass deine Mutter nicht mehr kommt, oder habe ich gesagt, nein, ich bin nicht traurig. Das habe ich einfach aus Trotz gesagt, aus der Wut. Ich habe so eine Wut gekriegt, wenn mir jemand das gefragt hat. Entweder habe ich keine Antwort gegeben oder habe ich kalt gesagt, nein, mir ist überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht traurig. Obwohl ich in Wirklichkeit schon sehr traurig war, dass niemand mehr zurückgekommen ist in mein Geburtshaus. Also es sind vier. Zwei Tanten sind bei den Partisanen gefallen und meine Mutter und eine Tante ist in KZ in Ravensbrück ums Leben gekommen. Dann sind zwei Onkel in Dachau ums Leben gekommen. Und dann ist ein Cousin gefallen bei den Partisanen. Dann auch ein Onkel in Russland. Und so alle zusammen waren 12 Menschen, die gefallen sind. Also, und das mal alle meine engsten Verwandten, bei denen aufgewachsen bin und die mir lieb waren. Und die Eltern waren auch bei den Partisanen und sind dort gefallen, oder Die die Eltern? Mutter in Graus, in Und KZ. der Der Vater? Vater ist zu den Partisanen gegangen. Der Vater ist von. Der Vater war irgendwie in Finnland oder irgendwo für den Hitler gekämpft und dann hat er gesehen, dass das falsch ist. Dann ist er auf Urlaub gekommen und dann ist er zu den Partisanen. Aber er war nur 10 Minuten bei den Partisanen und ist gefallen, weil ihm einer verraten hat.